Ja, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Delegierte, Mitglieder der Jungen Union Deutschlands, begrüßt noch mal kräftig hier auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel die Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende der CDU, Angela Merkel. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, wir haben auf dem letzten Deutschlandtag in Dresden intensiv miteinander diskutiert über die Frage des Wahlergebnisses, über die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter, nicht nur inhaltlich, sondern wir haben auch eine Verjüngung des Bundeskabinetts gefordert. Wir haben gesagt, dieser Koalitionsvertrag, wenn er denn zustande kommt, muss auf einem Bundesparteitag beraten und beschlossen werden. Und Sie haben das, was wir eingefordert haben, umgesetzt. Darüber freuen wir uns sehr, weil das das richtige Zeichen war, den Koalitionsvertrag nicht im kleinen Kreis, sondern auf einem Bundesparteitag zu beraten und zu verabschieden und auch neue Kabinettsmitglieder in dieses Kabinett zu holen. Wir wissen auch, dass das schwierige Verhandlungen waren, sowohl die Sondierung über Jamaika als auch die Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Und wir wissen, dass ohne Sie das alles so nicht möglich gewesen wäre und dass das eine ganz schwierige Aufgabe war. Wir wissen aber auch, dass so wie sich diese große Koalition in den letzten Wochen und Monaten dargestellt hat, es schlicht und ergreifend nicht weitergehen kann. Und wir wollen als Junge Union, das unterscheidet uns von manchen anderen Jugendorganisationen. Wir wollen nicht, dass unsere Partei in der Opposition ist. Wir wollen, dass wir in diesem Land regieren. Und wir haben Freude daran, etwas zu gestalten. Aber dazu gehört viel Vertrauen. Und deswegen sage ich Ihnen ganz offen auch, nach dieser ganzen Diskussion um Maßen, als Sie, manche haben das ja kritisiert, als Sie gesagt haben, das war ein Fehler und das war eine falsche Einschätzung und Sie haben das bedauert. Das fand ich überhaupt nicht ein Zeichen der Schwäche, sondern ein Zeichen der Stärke, dass man sagt, das war falsch und das bedauert man. Aber jetzt haben wir viele Dinge, die vor uns liegen. Wir wollen von Ihnen heute wissen, wie geht es weiter mit dieser großen Koalition? Wie bleiben wir stark als Volksparteien, als CDU und CSU und vor allem, wie schaffen wir es wieder, dass diese Umfragewerte sich verändern, weil es uns nicht schlafen lässt, wenn wir weit unter 30% in manchen Umfragen stehen. Wir danken Ihnen aber gleichzeitig, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns nicht nur zu uns zu kommen und mit uns zu sprechen, sondern wir freuen uns gleich auch sehr auf die Diskussion mit Ihnen, dass Sie sich diese Zeit nehmen. Fühlen Sie sich willkommen bei der Klammer zwischen CDU und CSU. Davon gibt es ja nicht so viele. Das ist die wichtigste, die Junge Union Deutschlands als Jugendorganisation von CDU und CSU. Liebe Frau Bundeskanzlerin, herzlich willkommen hier in Kiel. Ja, lieber Paul Ziemiak, lieber Tobias Lohse, liebe Delegierte, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Parlamenten und meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich natürlich nicht nur, dass ich wieder einmal in Kiel sein kann, weil ich in Schleswig-Holstein immer sehr gerne bin, weil Angelika Volkwarz als frühere Oberbürgermeisterin heute hier ist, sondern ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein kann. Das sind immer fordernde Auftritte, aber so soll es ja auch sein, wenn die Jugend einlädt. Sondern alles andere wäre ja ganz schrecklich. Und dass bei Ihnen auch, sagen wir mal, ein hohes Maß an Harmonie herrscht, sieht man ja an dem tollen Wahlergebnis von Paul Ziemiak. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Wahlergebnis, lieber Paul Ziemiak. Und herzlichen Glückwunsch auch an allen anderen Gewählten vom JU-Bundesvorstand. Die wichtigste Klammer, hat Paul Ziemiak eben gesagt, zwischen CDU und CSU, naja, gleich kommt Alexander Dobrindt, ob er das dann wieder sagt, wollen wir mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall eine Klammer, die der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ist sicherlich auch eine. Und liebe Delegierte, liebe Freunde, wir sind ja wenige Tage vor wichtigen, sehr, sehr wichtigen Landtagswahlen.
Und deshalb möchte ich uns alle aufrufen, und ich glaube, dieser Deutschlandtag kann auch ein Beitrag dazu sein, dass wir die Freunde in Bayern und die Freunde in Hessen dadurch unterstützen, dass wir uns jetzt an die Wählerinnen und Wähler wenden und nicht miteinander Fingerhakeln machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die letzten Tage. Viele Menschen sind noch nicht entschieden, und wir müssen kämpfen, damit wir ein gutes Ergebnis erzielen in beiden Ländern. Und ich kann alle verstehen, und ich habe ja meinen Auftritt im vergangenen Jahr in Dresden noch gut vor Augen, die sich nach dem enttäuschenden Wahlergebnis natürlich jetzt auch ein anderes Jahr gewünscht haben. Ich hätte damals in Dresden noch nicht für möglich gehalten, dass man darum kämpfen muss, dass Parteien regieren wollen. Und das, was dann nach den Jamaika-Sondierungen passiert ist, dass die FDP erklärt hat, sie hat keine Lust, Verantwortung zu übernehmen, das war schon eine große Enttäuschung und aus meiner Sicht staatspolitisch auch ein großer Fehler. Wir standen dann vor der Aufgabe, zu überlegen, ob wir diesem Land eine stabile Regierung geben wollen, sind in die Verhandlungen mit den Sozialdemokraten gegangen, denen das auch nicht leicht gefallen ist, das muss auch gesagt werden, und haben dann die Große Koalition gebildet. Das alles hat gefühlt endlos lange gedauert. Ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl hatten wir dann endlich eine Regierung. Und ich sage Ihnen ganz offen, diese lange Regierungsbildung hatte ja die Hoffnung erwachsen lassen, dass wir nun aufhören, uns mit den eigenen Dingen zu beschäftigen. Und was danach kam, das war auch aus meiner Sicht enttäuschend. Und wir können jetzt, nachdem wir das etliche Monate gemacht haben, natürlich genau ablesen, wozu das führt. Und ein Teil des Streites war auch eben innerhalb der Union. Und deshalb kann ich nur sagen, die Wählerinnen und Wähler gutieren es nicht. Das sehen wir an den Umfragen. Wenn wir miteinander streiten und sie noch nicht mal die Inhalte verstehen, sie gutieren es schon, wenn wir um eine Sache ringen. Aber wir müssen dann uns auch verständlich machen, und deshalb muss die Große Koalition das, was sie an Projekten anpackt, und wir haben schon eine ganze Reihe angepackt, besser darstellen, und das heißt, nicht sich miteinander beschäftigen. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und nun hat Paul Ziemiak mir gestern ja schon gesagt, von der Bundeskanzlerin erwartet man, dass sie sagt, wo es lang geht. Und deshalb bin ich ja auch froh, dass Sie sich auf diesem Deutschlandtag das Thema Deutschland 2030 vorgenommen haben. Denn wir beschäftigen uns sehr viel im Augenblick, und ich komme dann später noch drauf zurück, mit dem, was die augenblickliche Befindlichkeit ist. Aber im Augenblick geht es Deutschland gut, wirtschaftlich gut. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit, die größte Beschäftigung, die wir jemals hatten. Wenn das alles so ist, dann finden das alle Menschen auch selbstverständlich, und dann kommen andere Themen ins Blickfeld. Das ist auch natürlich. Aber liebe Freunde, Ihr Leben liegt ja vor Ihnen. Und ob das in 10 oder 15 Jahren noch so ist, das ist nicht ausgemacht. Sie haben hier viele tolle internationale Gäste. Und ich finde das immer wieder wunderbar, wie die Junge Union die ganze Welt hier vereint und jetzt nach Kiel geholt hat. Die lernen Schleswig-Holstein kennen, die lernen Lübeck kennen, die lernen Kiel kennen. Herzlich willkommen jedem, der hier als Gast dabei ist. Aber die Kontakte mit diesen jungen Leuten zeigen Ihnen auch, die Welt schläft nicht, sondern überall wird hart gearbeitet. Wir waren zu Regierungskonsultationen in dieser Woche in Israel. Wir geben 3% für Forschung und Entwicklung aus. Israel gibt 4 oder 4,5% für Forschung und Entwicklung aus. Israel hat die spannendsten Cyberunternehmen, Start-ups, IT-Technologien. Da können wir davon lernen. Und das wollen wir auch, aber wir wollen nicht so lernen, dass die anderen immer 3 Jahre weiter voran sind, sondern dass wir mithalten können. Und deshalb ist dieser internationale Kontakt, glaube ich, auch das richtige Umgebung, um zu spüren, wir müssen etwas tun und wir müssen uns bewegen und wir müssen die Weichen für die Zukunft stellen. Und das Interessante ist ja, dass eigentlich bei sprudelnden Steuereinnahmen, bei einer guten Haushaltssituation, bei einer guten Beschäftigungslage, das Weichenstellen leichter fallen sollte. Und dennoch gibt es viel zu viele,
die sich permanent mit dem Geld ausgeben beschäftigen und leider nicht mit dem Geld einnehmen. Die christlich-demokratische Union, die christlich-soziale Union müssen die Kräfte sein, die zuerst darüber nachdenken, wo kommen die Steuergelder her, wie werden sie erwirtschaftet, auch in der Zukunft. Und dann können wir über das Ausgeben reden, liebe Freunde. Und wenn Sie in Ihrem Programm als erstes mit Europa beginnen, dann finde ich, ist das ein ganz wichtiges Signal. Schauen Sie, die Welt verändert sich und die Welt verändert sich rasant. Und Sie hatten gestern den amerikanischen Botschafter, Herrn Grenell, hier bei sich. Und ich will ausdrücklich sagen, die transatlantische Partnerschaft ist für uns lebenswichtig in Sicherheitsfragen, aber auch in Fragen geopolitischer gemeinsamer Interessen. Aber wir spüren auch, und das wird der Botschafter sicherlich auch nicht verborgen haben, dass es sich etwas geändert hat. Dass auch die Vereinigten Staaten von Amerika jetzt sagen, America first. Dass sie sich um ihre Interessen ganz wesentlich kümmern. Und was bedeutet das für uns? Wir müssen auch stärker uns darauf einstellen, unsere Interessen eigenständig wahrnehmen zu können. Das heißt nicht gegen Amerika. Aber das heißt eben, selbstständig auch in der Lage zu sein, geopolitisch, global eine Rolle zu spielen. Und das wird uns nur gelingen, wenn wir das gemeinsam tun in der Europäischen Union. Wir begrüßen hier zum Beispiel, die indische Botschafterin. Sie vertritt ein Land, das über 1 Milliarde Einwohner hat. Wir in Europa werden nach dem bedauerlichen Austritt Großbritanniens immerhin noch 440 Millionen Menschen haben, die gemeinsam Interessen vertreten können, die gemeinsam auf gemeinsame Werte blicken können, die gemeinsam überlegen können, was ist für uns wichtig aus europäischer Perspektive. Und dieses Europa, das ist unsere Zukunft. Und damit es auch wirklich unsere Zukunft ist, müssen wir es fit machen für die Zukunft. Und da möchte ich drei Bereiche nennen, die mir besonders wichtig sind. Das eine ist der außen- und sicherheitspolitische Bereich. Nach Jahrzehnten haben wir, und Ursula von der Leyen hat dabei einen wichtigen Beitrag geleistet, endlich gelernt, eine strukturierte verteidigungspolitische Zusammenarbeit in Europa aufzusetzen. Nicht gegen die NATO, aber als Ergänzung der NATO und auch als Wahrnehmung eigener Interessen. Wir in Europa haben über 160 Waffensysteme. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben weniger als 50. Jedes Waffensystem muss gewartet werden, muss ausgebildet werden, muss spezielles Personal haben. Sie können sich vorstellen, was das für eine Ineffizienz ist. Wie wollen wir, wenn wir auch noch im Schnitt weniger ausgeben für Verteidigung, das muss ja auch mehr werden, wie wollen wir da mithalten können mit anderen auf der Welt? Deshalb eine verteidigungspolitische Zusammenarbeit auch in Fragen der Kultur der Soldatinnen und Soldaten ist von entscheidender Bedeutung für die Wahrnehmung unserer Interessen. Denn, liebe Freunde, wir setzen nicht auf das Primat des Militärischen. Das muss immer Ultima Ratio sein. Es muss immer eingebettet sein in den Versuch, politische Lösungen zu finden. Aber zu sagen, ohne Verteidigungsstärke wäre man politisch stark, das ist in der heutigen Zeit auch nicht richtig. Und deshalb gehört beides zusammen. Und deshalb schätze ich sehr, dass die junge Union auch gerade den Beruf des Soldaten in den Mittelpunkt setzt, sagt, wir brauchen einen speziellen Tag, an dem wir uns bei den Soldatinnen und Soldaten bedanken. Ich finde das toll und werde mich auch dafür einsetzen, dass wir so etwas mal entwickeln. Wenn wir unsere Interessen vertreten wollen, unsere Werte durchsetzen wollen, dann brauchen wir aber auch eine gemeinsame Außenpolitik. Johan Wadephul ist hier. Wenn Sie sich mal die Europäische Union anschauen und mal sehen, wie die Aussagen Richtung China zum Beispiel sind, dann gibt es da keine immerwährende Gemeinsamkeit. Auch bei der Russlandpolitik ist es sehr, sehr schwer, eine gemeinsame Position immer zu arbeiten. Glücklicherweise ist uns das gelungen im Blick auf die Ukraine. Bei der Frage, wie gehen wir mit Afrika um, brauchen wir auch einen Ansatz.
Das heißt, mit Recht erwartet man von Europa, wenn es eine Rolle spielen wird, dass es auch gemeinschaftlich auftritt. Und hier haben wir Themen, die haben wir in Europa natürlich nicht ausreichend ausdiskutiert. Die einen sind für Nord Stream 2 als neue Gaspipeline, als sozusagen auch Verbindung zwischen Russland und Europa. Die anderen sind vehement dagegen. Und je nachdem, wen sie auf der Welt treffen, wo, kriegen sie von Europa unterschiedliche Aussagen. Das ist nicht gut, das schwächt uns. Und insofern müssen auch wir natürlich einen Beitrag dazu leisten, dass wir bei allen wichtigen außenpolitischen Fragen eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Position haben. Auch das ist wichtig in Europa und vielleicht wichtiger als manche kleine Richtlinie, an der wir uns verhaken. Gemeinsames Auftreten als globaler Akteur, liebe Freunde. Und dann das Thema der Zukunftsfähigkeit. Seit Jahren, und ich werde es weiter tun, setze ich mir dafür ein, dass das europäische Wettbewerbsrecht es besser erlaubt, dass wir auch globale Champions haben. Schauen Sie sich mal die Zahl der Telekommunikationsunternehmen von Bedeutung in China und den Vereinigten Staaten von Amerika an. Sind immer unter 5. Und schauen Sie sich europäische Player an. Sind immer über 20. Meiner Meinung nach kann das nicht gut gehen. Die Europäische Union muss verstehen, wenn wir global bei den Innovationen mitspielen wollen, dann müssen wir unser Wettbewerbsrecht auch auf die neuen globalen Dinge ausrichten. Das gilt im Übrigen auch für das deutsche Wettbewerbsrecht, was auch bei jeder Absprache immer gleich ein Kartell wittert. Aber wenn Sie heute Plattformwirtschaft machen wollen, wenn Sie in der Digitalisierung arbeiten wollen, dann werden Sie mit der Kleinteiligkeit alleine nicht hinkommen. Und deshalb brauchen wir hier den Anspruch, globale Player in Europa zu haben für die Zukunft. Und da ist noch viel zu tun. Und jetzt nehmen wir uns mal die Innovationsbereiche vor. Da ist Europa in wenigen nur vorne dabei. Und die Branche, die vielleicht am meisten im Umbruch ist und die ja für Deutschland auch eine Kernbranche ist, die Automobilindustrie, die steht vor riesigen Herausforderungen. Auf der einen Seite geht es um die neuen Antriebstechnologien. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, mich treibt das um, dass wir keine Batteriezellen fertigen können. Wenn die Elektromobilität die Mobilität der Zukunft ist, wir wissen es noch nicht genau, ob es vielleicht auch Wasserstoff ist, und wir können in ganz Europa nicht eine Batteriezelle bauen, dann kann man damit nicht zufrieden sein. Und es ist ja schön, dass jetzt die erste chinesische Firma in Thüringen investiert. Das freut mich für die Thüringer, das freut mich für die Chinesen. Aber wohler wäre mir, wir hätten auch eine in Europa, wo Europäer Batteriezellen produzieren. Und ich werde nicht nachlassen, dafür zu sorgen, dass wir das hinkriegen und dass wir auch die Wirtschaft davon überzeugen, dass das sein muss. Wir haben heute die Situation, dass wir quasi kaum noch Chips produzieren können, dafür aber 90% der Maschinen, die Chips produzieren, bei uns in Europa herstellen. Glaubt jemand, dass wir in 20 Jahren noch die Maschinen dafür herstellen, wenn die Chips nicht mehr bei uns hergestellt werden? Deshalb haben wir jetzt ein strategisches Entwicklungsprojekt in Europa angeleiert. Das kann gar keiner mehr alleine, um die Chipproduktion auch wieder in Europa heimisch zu machen. Und auch das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache. Und so könnte ich viele Beispiele aufzählen. Und wir haben im Automobilbereich das Zweite, das ist die gesamte Digitalisierung. Das Auto wird in Zukunft ein digitales Objekt sein, was sich fortbewegt. Beide Innovationen werden ineinander greifen. Ohne neue Antriebstechnologien kein autonomes Fahren, ohne autonomes Fahren und Digitalisierung auch natürlich gar nicht die Sinnhaftigkeit dieser neuen Antriebstechnologien. Und wenn die alle in Amerika oder Asien eingekauft werden, dann bleibt von der Wertschöpfungskette Auto nicht mehr sehr viel übrig. Ich möchte aber, dass man sagt, auch in 20, 30 Jahren, im Jahre 2030, ist Deutschland ein führender Mobilitätsanbieter. Und dafür müssen wir mehr tun, als wir bis heute tun. Und das ist aber möglich nach meiner festen Überzeugung, aber wir müssen uns sputen. Und da komme ich. Und da komme ich zu einem Thema, was mich wirklich umtreibt. Und das ist der Faktor Zeit. Es hat sich der Föderalismus bei uns bewährt. Kommunen, Länder, Bund. Aber vieles, was wir tun, geht viel zu langsam. Wir wissen, dass wir 1,5 Millionen neue Wohnungen bauen müssen in dieser Legislaturperiode.
Der zentrale Punkt ist die Baulandbereitstellung und ist die Dauer der Genehmigungsverfahren. Und da sind alle Ebenen mit einbezogen. Und wenn wir nicht schneller werden, wenn wir uns damit abfinden, dass es eben 3 Jahre dauert, bis man Bauland ausweist und 2 weitere Jahre, bis man dann endlich eine Baugenehmigung hat, dann werden wir mit den Erwartungen der Menschen nicht mithalten. Und der Berliner Flughafen und die Ausbaggerung der Elbe, die Elbvertiefung hier in Hamburg, sind Beispiele, die sind inzwischen weltbekannt dafür, dass es in Deutschland lange dauert. Und diesen Ruf dürfen wir nicht haben. Wenn sich das noch 10 Jahre fortsetzt, wird das Investieren in Deutschland nicht mehr so attraktiv sein. Deshalb ist der Faktor Zeit, Geschwindigkeit von entscheidender Bedeutung. Und das bedeutet eben, dass überall die Strukturen effektiver werden müssen. Jens Spahn wird heute Nachmittag kommen. Er wird Ihnen darüber wieder erzählen können, wie lange das nun schon mit der Gesundheitskarte dauert. Er macht jetzt einen neuen Anlauf. Ich traue ihm zu, dass er das hinkriegt. Aber liebe Leute, es gibt inzwischen zig Länder auf der Welt, wo das mit der Gesundheitskarte überhaupt gar kein Thema ist. Da hat jeder Bürger eine Identität, da kann er alle seine Funktionen vom Staat abrufen. Wir wollen das bis 2022 schaffen, aber wir müssen uns sputen und bitte unterstützen Sie das und stimmen nicht ein in all die Bedenken, ob man sich die PIN-Nummer merken kann und dies möglich ist und jenes möglich ist. Es muss gelingen, sonst fallen wir zurück. So viel ist klar, liebe Freunde. Und auch die Strukturen in Europa müssen schneller werden. Ich weiß nicht, ob man unbedingt für das Europäische Parlament 2 Parlamentssitze braucht. Sie können Manfred Weber ja morgen mal fragen oder heute Nachmittag, weiß nicht, wann er kommt. Ich finde es im Übrigen toll und ich glaube, die Junge Union unterstützt das ja auch, dass wir seit langer Zeit jetzt mal wieder einen Spitzenkandidaten für die Europäische Volkspartei haben, der hoffentlich im November dann auch gewinnt beim Parteitag der EVP in Helsinki und der die Chance hat, Kommissionspräsident zu werden. Das muss unser Anspruch sein. Auch mal wieder seit Hallstein hatten wir keinen Kommissionspräsidenten, liebe Leute. Manfred Weber hat die Chance und ihn sollten wir aus vollem Herzen unterstützen. Ich zumindest tue das. Also, es ist klar, mit Angst gestaltet man keine Zukunft, mit Griesgrämigkeit begeistert man die Leute nicht, mit Rumgemosere verändert man sicherlich weder Europa noch Deutschland zum Besseren. Und wir haben uns in der Großen Koalition wahnsinnig anspruchsvolle Projekte vorgenommen. Ich habe von den 1,5 Millionen neuen Wohnungen gesprochen. Wir haben eine Strategie für die künstliche Intelligenz jetzt endlich. Da haben wir auch Zeit verloren. Wir haben im Übrigen in der Diskussion über die vielen Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind zwischen 2015 und 2017, bis wir dann endlich mal eine Regierungsbildung jetzt in diesem Frühjahr hatten, sehr viel Zeit auch für andere Themen verloren. Und deshalb müssen wir uns auf diese anderen Themen wieder konzentrieren. Disruptive Innovationen, künstliche Intelligenz. Wir haben jetzt endlich einen Digitalrat. Wir haben eine Staatsministerin für Digitalisierung mit Dorothee Beer. Ein gutes, junges Gesicht für diese Bundesregierung, die das mit Werbe nach vorne bringt in allen Bereichen. Das möchte ich, dass Sie das unterstützen, diesen Weg, damit wir hier auch wirklich schneller vorankommen. Wir haben gesagt, wir brauchen gleichwertige Lebensbedingungen in ganz Deutschland. Das treibt die Menschen um. Die einen können die Miete nicht bezahlen, bei den anderen stehen die Wohnungen leer. Die einen haben vielleicht ausreichend Ärzte, die anderen haben auf dem Lande überhaupt keine Ärzte mehr. Viele Menschen haben Sorge, dass sie keine Pflegekräfte finden, wenn sie alt sind und im ländlichen Raum leben. Andere haben Sorge, dass sie sich im Alter ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Gleichwertige Lebensumstände und gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland, sehr, sehr wichtig. Bayern hat im Übrigen vorgemacht, wie man das gut hinbekommt, indem man Institutionen nicht immer weiter an dieselbe Stelle setzt, wo zum Schluss überhaupt kein Wohnraum mehr da ist, sondern indem man es auch im Land verteilt. Die erste Sache ist immer, nein, in Cottbus kann man dies nicht machen und in der Eifel kann man jenes nicht machen. Liebe Leute, überall wohnen intelligente Menschen und wir müssen wirklich auch gleichwertig die Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitschancen nach vorne bringen, sonst veröden unsere Dörfer, sonst veröden unsere kleinen Städte und das darf nicht passieren. Aber wir müssen dann auch
einen Mechanismus finden. Und lieber Paul Ziemiak und liebe Bundestagsabgeordnete von der Jungen Union, dass wir verstehen, wie wir Geld vom Bund, was wir ja durchaus geben wollen, so an die Länder und Kommunen geben, dass auch wirklich denen, die schwierigere Lebensverhältnisse haben, geholfen wird. Das heutige Schema, das hört sich jetzt ein bisschen technisch an, ist, dass man Umsatzsteuerpunkte verteilt, den Ländern gibt und nicht wieder nachfragt, was daraus geworden ist. Das hat nicht so richtig zum Erfolg geführt. Und der Trick ist, wenn wir Umsatzsteuerpunkte den Ländern geben, dann kriegt Düsseldorf immer mehr als Gelsenkirchen. Da wird Gelsenkirchen nie reich davon, weil in Düsseldorf der Umsatz halt höher ist. Das heißt, wir brauchen ein Instrument von Seiten des Bundes, mit dem wir wirklich helfen können, den ärmeren Ländern und Regionen in dieser Republik zu helfen. Denn ohne gleichwertige Lebensverhältnisse wird unser Land auseinanderfallen. Und das darf nicht passieren. Und ich verstehe sehr gut und finde es auch wichtig, dass sich die Junge Union mit dem Antrag Deutschland 2030 mit der Frage befasst, wie sehen denn unsere sozialen Sicherungssysteme aus? Im Augenblick haben wir folgende Situation. Wir geben sehr viel mehr Geld in die Pflegeversicherung, richtigerweise. Es gehört ja auch eigentlich zu den Anachronismen. Man muss mal überlegen, die Bundesrepublik ist jetzt bald 70 Jahre alt. Und jetzt fangen wir an, das Schulgeld für die Ausbildung von Pflegekräften abzuschaffen. Jeder Auszubildende in diesem Lande bekommt ein Ausbildungsgeld und diejenigen, die in den sozialen Berufen arbeiten, zahlen Schulgeld. Und dann wundern wir uns, dass die Gleichwertigkeit dieser Berufsausbildung bei den Menschen nicht ankommt. Also ein unbedingt wichtiger Schritt, die Vereinheitlichung der Ausbildung, die Pflegekraftoffensive, alles prima. Führt aber zu Beitragserhöhungen von wahrscheinlich 0,5%, führt zu weiteren Lohnzusatzkosten. Jetzt sind wir in der guten Situation zu sagen, wir können auch bei der Arbeitslosenversicherung diesen Beitrag senken, weil wir eine gute Beschäftigungssituation haben. Aber wenn jetzt noch das Gesundheitssystem und die Rente dazukommen und auch dort die Beiträge so dynamisch steigen, dann haben wir ein Problem. Dann wird nämlich Arbeit nicht mehr attraktiv genug sein und dann kann daraus morgen wieder Arbeitslosigkeit folgen. Und deshalb ist die Rentendiskussion nun wirklich nicht damit beendet, dass man eine Kommission einsetzt und zwei Wochen später, wie die SPD das macht, sagt so und im Übrigen definieren wir mal, es bleibt alles so, wie es ist, wie es heute ist und wir reagieren nicht auf den demografischen Wandel. Das geht nicht, liebe Freunde. Und deshalb nehmen wir die Dinge der Jungen Union auf. Ich warte die Ergebnisse der Rentenkommission ab und dann schauen wir uns das an. Aber unser Ziel, das Ziel von CDU und CSU, muss sein, dass wir eine Generationengerechtigkeit haben. Wenn die Älteren und die Jüngeren in diesem Land auseinanderfallen, dann werden wir ein Riesenproblem haben, weil dann die Bereitschaft der Jüngeren, für die Älteren ja auch die Rentenbeiträge abzuführen, das ist ja ein Umlageverfahren, schwindet. Und das ist dann eine ganz schlechte Nachricht für beide Generationen. Und deshalb hängt von der Frage der Rente für die Zukunft unseres Landes sehr, sehr viel ab. Die Diskussion müssen wir mit Bedacht führen. Denn wenn wir über Rente reden, fühlen sich immer als erstes die Älteren angesprochen. Und die haben natürlich ihren Lohn für Lebensleistung verdient. Es soll ja auch nach Aussagen der Union, der Jungen Union, ein Lebensleistungsprinzip erhalten bleiben. Es geht hier nicht um eine Grundrente. Aber, liebe Freunde, die Diskussion muss geführt werden und sie muss noch in dieser Legislaturperiode auch abgeschlossen werden, sodass sich Berechenbarkeit und eine Erwartung der Menschen herausbilden kann. Was mir ein bisschen fehlt in Ihrem Antrag, wenn ich das ganz ehrlich sagen darf, das ist der ganze ökologische Bereich. Ich glaube, die Ressourcenfrage ist eine zentrale Frage auch für das Überleben der Menschheit. Und wenn ich mir anschaue, was wir an Herausforderungen haben, dann ist von der Bekämpfung des Plastikmülls in den Meeren bis hin zum Klimaschutz und zur Reduktion von CO2 sind das dramatische Fragen, die auch uns betreffen werden. Wir reden in Deutschland inzwischen nicht mehr über die Frage, ob es bei uns Klimawandel gibt, sondern wir reden über die Frage, wie wir darauf reagieren, welche Baumsorten in welchen Regionen nicht mehr wachsen werden, wie sich die Niederschlagsmengen verändern. Und das müssen wir so steuern, dass wir
das Schlimmste vermeiden. Und deshalb ist das Pariser Klimaschutzabkommen ein Abkommen, das für Ihr Leben mindestens so wichtig ist wie für mein Leben. Und deshalb ist die Energiewende nicht nur eine irgendwie lästige Sache, die müssen wir mit Vernunft machen, die müssen wir wirtschaftlich so schnell wie möglich machen. Aber sie muss stattfinden, weil das 21. Jahrhundert das Jahrhundert sein wird, in dem wir aus den fossilen Brennstoffen aussteigen. Und da muss die junge Union vorne mit dabei sein, liebe junge Leute. Und dann haben wir natürlich das große Thema, sowohl europäisch als auch bei uns, der Flüchtlinge und der Migration. Und manchmal diskutieren wir dieses Thema so, als lebten wir noch im Sommer 2015. Die Situation hat sich völlig verändert, was aber nicht heißt, dass wir die Probleme gelöst haben. Die Zahl der Ankommenden hat sich erheblich reduziert und sie wandelt sich auch dahingehend, dass es weniger tendenziell Bürgerkriegsflüchtlinge werden aus Syrien und Irak und wir viel stärker das Thema Afrika als Nachbarkontinent sehen. Und darauf müssen wir als Union, und das haben wir eben viele Monate nicht geschafft, mit einem gemeinsamen Plan agieren und uns nicht permanent mit der Vergangenheit beschäftigen. Ich habe eine völlig klare Erklärung für das, was 2015 stattgefunden hat. Und die Frage ist, haben wir daraus die Lehre gezogen? 2015 haben wir uns nicht darum gekümmert, was der Bürgerkrieg in Syrien und was der IS im Irak für uns bedeutet. Wir waren der Meinung, wir sind weit weg davon. Wir haben, und das habe ich in meiner Regierungserklärung zu Beginn dieser Regierung auch gesagt, den Fehler gemacht, dass wir das UN-Flüchtlingshilfswerk, die Internationale Organisation für Migration, UNICEF, und das Welternährungsprogramm nicht ausreichend ausgestattet hat. Und es gab Millionen von Menschen in Jordanien, im Libanon, in Syrien und in der Türkei, die haben weniger als einen Dollar pro Tag gehabt, die haben ihre Kinder nicht mehr in die Schule gekriegt und die haben sich überlegt, wenn ein Schlepper kam, ob sie ihre letzten 5.000 Dollar dafür ausgeben, dass sie in ein besseres Leben kommen. Und liebe Freunde, wenn wir das nicht wieder haben wollen, dann müssen wir uns mit Entwicklungspolitik und mit Ausstattung von Hilfsorganisationen im Falle von Bürgerkriegen und von Terrorismus mehr befassen. Und wir haben jetzt kleine Ansätze gemacht im Koalitionsvertrag. Aber wenn Sie mich fragen, wird schon deutlich genug, was wir daraus gelernt haben aus dieser Flüchtlingsfrage, dann sage ich Ihnen nein. Ich habe jetzt wieder einen Anruf von Herrn Grandi bekommen vom UNHCR, der sagt, mir fehlt über 1 Milliarde allein für Syrien. Da reden wir noch nicht vom Tschadsee und noch nicht von Kenia und noch nicht von Äthiopien und von all den anderen. Denn 90% der Flüchtlinge, damit wir das nicht missverstehen, auf der Welt sind in Afrika, in Asien, in der Nähe ihrer Heimatländer. Und wir wollen ja auch nicht, dass die Menschen ihre Heimat verlassen müssen, aber da müssen wir für Entwicklungspolitik mehr tun und das wird Ihre Aufgabe auch in den nächsten 10 Jahren sein, wenn wir an Deutschland und Europa 2030 denken. Und Gerd Müller macht eine herausragende Entwicklungspolitik. Aber wir müssen lernen, dass wir nicht bei Entwicklungspolitik stehen bleiben. Das muss münden in eigene, selbsttragende wirtschaftliche Tätigkeit in den afrikanischen Ländern. Wenn dort 50% oder 60% der Bevölkerung unter 25 Jahren alt sind, dann werden sie mit Entwicklungspolitik alleine für die keine Jobs bekommen. Und deshalb ist es so wichtig, und ich mache jetzt am 30. Oktober eine Konferenz im Nachgang zu unserer G20-Präsidentschaft letztes Jahr, wo 10 Länder, mit denen wir gearbeitet haben, damit sie ihre interne Regierungspolitik reformieren und damit bessere Investitionsmöglichkeiten schaffen, mit ihren Präsidenten bei uns zu Gast sind und wir versuchen dann für jedes Land auch Investitionsmöglichkeiten herauszufinden. Und jeder, der in der Wirtschaft tätig ist, den frage ich und bitte ich, engagieren Sie sich auch in Afrika. China ist ein toller Markt, aber China wird eines Tages vieles selber können und wird auf uns nicht mehr so angewiesen sein. Afrika ist ein Markt der Zukunft. Afrika hat tolle junge Leute. Lasst uns Afrika nicht immer als Problemfall betrachten, sondern als Chancenkontinent. Dann kommen wir weiter, auch Afrika auf eine gute Entwicklungsspur zu führen. Aber natürlich haben die vielen bei uns ankommenden Flüchtlinge auch bei uns
zu großen gesellschaftlichen Friktionen geführt. Auf der einen Seite gibt es unendlich viel Bereitschaft zur Hilfe für diejenigen, die auch wirklich einen Anspruch auf Aufenthalt bei uns haben. Und ich möchte mich bei allen bedanken, auch denen, die in der JU genau in dem Bereich arbeiten und versuchen, bei der Integration zu helfen. Ohne die vielen freiwilligen Helfer, ohne die Sonderschichten der kommunalen Behörden hätten wir das alles nicht hinbekommen. Und deshalb Dankeschön dafür. Das war ein tolles Zeichen Deutschlands. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die, die kein Aufenthaltsrecht haben. Und da stellen wir fest, dass unser Staat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und dass wir Recht und Gesetz noch nicht ausreichend durchsetzen können. Und jetzt komme ich wieder dazu. Das erfordert eine ganz enge Zusammenarbeit der lokalen Ausländerbehörde, der lokalen Sozialbehörde mit den Landesbehörden und mit dem Bund. Keiner will sich drücken, keiner darf sich drücken. Aber es ist auch kein vernünftiger Zustand, wenn im großen Maßstab, ich will jetzt nicht für jeden Einzelnen sprechen, die Sozialbehörden sagen in den Kommunen, wir arbeiten mit den Ausländerbehörden nicht zusammen. Datenschutz geht nicht. Wenn wir mit geht nicht an die Sache rangehen, werden wir die Probleme mit Sicherheit nicht lösen. Und das werden uns die Menschen übel nehmen. Sie sind bereit, denen zu helfen, die Hilfe beanspruchen können nach unserer Rechtslage. Sie sind nicht bereit zu verstehen, warum jemand, der kein Aufenthaltsrecht hat, bei uns nicht auch wieder nach Hause gebracht wird. Und das muss umgesetzt werden für die Akzeptanz all dieser Dinge. Und da bin ich genauso davon überzeugt wie alle anderen in der Bundesregierung, liebe Freunde. Und es begann schon bei der Eurokrise, der internationalen Finanzkrise, mit der Frage, wie stehen wir zu Europa? Und es setzt sich jetzt natürlich mit den Migrationsfragen noch mal sehr viel stärker fort. Wir sind plötzlich wieder gefordert in der Frage, was für ein Land wollen wir sein? Das hat gar nichts mit Geld zu tun, das hat gar nichts jetzt mit Rechts und Paragraph zu tun, sondern es hat zu tun mit der inneren Einstellung. Und damit kommen wir an einen Punkt, und deshalb halte ich die heutige Zeit für extrem entscheidend für die Weiterentwicklung von CDU, von CSU, unseres Parteiensystems insgesamt. Deshalb kommen wir an den Punkt, wo wir uns fragen, was haben die Gründungsväter unseres Landes und die Gründungsväter Europas gemeint, als die Väter und Mütter des Grundgesetzes gesagt haben, wir packen in den Artikel 1 die Würde des Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und was haben die Gründungsväter Europas gemeint, wenn sie gesagt haben, Nationalismus führt wieder zu Krieg? Und was bedeutet das für uns? Und deshalb von meiner Seite an Sie die herzliche Bitte. Lassen Sie uns nicht anfangen, uns wieder in Gruppen zu teilen. Die Migranten und die Deutschen. Die im Osten und die im Westen. Die Griechen und die Italiener und die Deutschen. Das erste sind die Vorurteile, die kommen. Das zweite sind die ausgesprochenen Gedanken, die Sprache, die Verhetzung. Und das dritte sind die Taten gegen andere Gruppen. Wir sind ein Volk, wenn wir nicht die einen als die und uns als wir bezeichnen, sondern wenn wir Brücken schlagen. Und die CDU und die CSU sind Volksparteien der Mitte geworden mit allen Wurzeln, konservativ, liberal, christlich, sozial. Weil sie dem christlichen Menschenbild verpflichtet sind. Und das christliche Menschenbild findet seinen Ausdruck in dem Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Die Würde, und zwar jedes Menschen, ist unantastbar. Und das muss uns leiten in allem, was wir tun, in allem, was wir sagen. Und das heißt, wir müssen in unseren Reihen möglichst viele von denen, die bei uns leben, auch repräsentieren. Und dann sei mir eine kleine kritische Anmerkung, ich kriege ja nachher auch noch kritische Fragen, erlaubt. Der geschäftsführende Bundesvorstand der Jungen Union, schön männlich, aber 50% des Volkes fehlen. Und ich sage Ihnen, Frauen bereichern das Leben. Nicht nur im Privaten, auch im Politischen.
keine Angst. Sie wissen gar nicht, was Ihnen entgeht. Aber das gilt jetzt auch für mich als CDU-Vorsitzende. Wir können uns natürlich nicht damit zufrieden geben, wenn unsere Mitgliedschaft ein Durchschnittsalter von über 60 Jahren hat und das Durchschnittsalter der deutschen Bevölkerung 42 oder 43 ist. Wir können uns nicht damit zufrieden geben, dass wir auch nur ein Drittel Frauen haben. Und deshalb, wir brauchen die Junge Union. Wir brauchen sie als unbequeme Diskussionspartner für die gemeinsame Sache. Wir brauchen sie als junge Mitglieder, wo immer möglich. Und deshalb bringen Sie sich ein, sagen Sie auch, wenn Sie unzufrieden sind. Wir merken es ja auch. Und ich meine, die Umfragen kommen ja nicht vom Himmel gefallen. Die sind ja ganz gut erklärbar. Und deshalb lassen Sie uns versuchen, uns wieder um die Sache zu kümmern. Deutschland 2030, dafür müssen wir brennen. Europa 2030, das bringt uns voran. Herzlichen Dank, dass ich heute hier bei Ihnen zu Gast sein kann. So, es klang ja eben gerade schon an, es ist Tradition, dass auch kritische Fragen hier gestellt werden. Wir wollen jetzt eine Fragerunde machen. Es stehen Mikrofone im Saal bereit. Und die erste Frage stellt Christian Poltrock aus Schleswig-Holstein. Ja, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, hier erstmal vielen Dank dafür, dass Sie heute hier sind. Und auch für das, was Sie in den letzten Jahren geleistet haben. Für unser Land, aber auch für die gesamte Welt. Sie haben ziemlich viele Themen gelöst, aber ein Thema, das bleibt offen, das haben Sie eben in Ihrer Rede schon angesprochen. Das ist das Rententhema. Und da möchte ich jetzt drauf zurückkommen. Demografischer Wandel ist das Erste. Flexibilisierung von Arbeit das Zweite. Aber auch andere Arbeitsbiografien, mit denen wir jetzt umgehen müssen. Ich frage Sie erstens, ist es wirklich die richtige Entscheidung gewesen, das Rentenniveau bis 2030 festzulegen, wie es hier 2030 auch an der Wand steht? Und was müssen wir tun und wie schnell müssen wir es vor allem tun? Sie sagten in dieser Legislaturperiode, mir fehlt es eigentlich in den letzten Jahren schon. Und ich hoffe, dass Sie Antworten darauf haben und dass wir gemeinsam die Rentenpolitik diskutieren können und damit unserer ganzen Generation hier, also jedem von uns, noch eine Rente ermöglichen. Denn viele von uns haben jetzt schon den Gedanken, dass es für uns keine Rente mehr geben wird. Dankeschön. Danke, Christian. Wir versuchen jetzt mehrere Fragen zu sammeln. Toni Haufler wird gleich die nächste Frage stellen. Allerdings würde ich darum bitten, dass wir uns kurz halten bei den Fragen. Schaffen wir auch mehr? Na klar, das schaffen wir. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Antonia Haufler, mein Name. Ja. Wenn wir das nicht schaffen, wie wollen wir denn was anderes schaffen? Nicht? Richtig. Ja, jetzt liegt es an mir, was? Antonia Haufler, mein Name, Landesvorsitzende der Jungen Union Hamburg. Das im Übrigen alles ohne Quote und das ist auch gut so und dafür werden wir auch als Junge Union weiterkämpfen. Nun meine kurze und knappe Frage, ein Evergreen am Infostand der Soli. Wann wird er endlich abgeschafft? Jetzt ist die Diskussion darüber, dass er nur teilweise und nur für 90% der Bürger abgeschafft wird. Können wir als Union sehenden Auges durch die Hintertür eine Reichensteuer einführen? Ein erprobter Frager, Tilman Kuban. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, aus Niedersachsen möchte ich die Automobilindustrie ansprechen. Es sind sicherlich bei der Automobilindustrie Fehler gemacht worden und vermutlich auch Straftaten begangen worden. Aber wenn ich mir die deutsche Politik angucke, dann hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle gewünscht,
dass wir uns diesen Wirtschaftszweig nicht kaputt machen lassen, indem wir Technologieführer sind. Und ehrlich gesagt finde ich es unsäglich, wie da manche Leute agieren und uns treiben und wir uns auch manchmal treiben lassen. Ich glaube, manch Franzose oder manch Amerikaner hätte das nicht mit seinem stärksten Wirtschaftszweig machen lassen. Jetzt sind wir in einer Situation, wo sich die öffentliche Meinung ziemlich gedreht hat. Und da werden auch viele Sachen miteinander vermischt. Und am Ende glaube ich, dass es den Menschen um eins geht, nämlich darum, dass wir Fahrverbote verhindern. Und eigentlich ist es schon ein ziemlicher Irrsinn, dass jeder Adventskranz mit 3 brennenden Kerzen mehr Stickoxide ausstößt als am Stuttgarter Neckartor in seiner Höchstbelastung. Also müsste eigentlich, wenn man der DUH glaubt, am 3. Advent jeder Christ sterben. Das ist eigentlich ein kompletter Irrsinn, diese Grenzwerte, die wir dort festgelegt haben. Und von daher meine Frage, wann ändern wir das endlich? Wann schaffen wir sinnvolle und maßvolle Grenzwerte, auch auf europäischer Ebene? Da bitte ich um Ihre Unterstützung. Dankeschön. Marc-Philipp Jansson. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, ich habe keine Frage an die Regierungschefin, sondern ich habe eine Frage an die Vorsitzende meiner Partei, der CDU-Bundesvorsitzenden. Ich werde auch keine Personalfrage stellen, auch wenn das vielleicht den einen oder anderen Journalisten hier im Raum enttäuschen wird, aber ich glaube nicht, dass eine Personalfrage allein uns aus der Krise herausführen kann und aus dem Umfragetief reißen kann, sondern wir müssen das machen, was Sie auch in Ihrer Rede gesagt haben. Wir müssen wieder versuchen, den Wählern beizubringen, dass wir um Sachen ringen, dass wir Themen besprechen, dass wir Beschlüsse fassen und diese auch umsetzen. Und da genau setzt meine Frage an. Ich bin Ersatzdelegierter zum Bundesparteitag. Und ich frage mich, warum soll ich zu einem Bundesparteitag fragen, dort mitdiskutieren, dort dazu beitragen, dass Beschlüsse gefasst werden, wenn diese Beschlüsse am Ende des Tages keine Relevanz haben? Wir hatten eine lebhafte Diskussion zum Thema Doppelpass, wo Sie danach gesagt haben, das ist mit der SPD leider nicht zu machen, deswegen werden wir das nicht weiter verfolgen. Ich bin überzeugt, dass, wenn wir einen Beschluss fassen, es ist nicht unbedingt sein muss, dass dieser auch umgesetzt werden muss. Eine Koalition lebt von Kompromissen, aber man muss die Beschlüsse auch in den Diskurs hineintragen. Nur so können wir den Leuten klar machen, wofür wir stehen. Darum würde ich Sie bitten, erklären Sie mir, warum sollte ich zum Bundesparteitag kommen, was sagen Sie mir als meine Vorsitzende zu diesem Thema. Vielen Dank. Die nächste Frage, und das wäre die letzte für diese Runde, habe ich von Sven Ladek bekommen. Hat sich erledigt, okay. Ja, dann Richard Oswald aus Bayern. Ich möchte gern Salz noch in die Wunde Rente streuen, weil genau zu dem Thema ich für uns junge Generationen doch noch was sagen möchte. Wie wir aktuell mitbekommen haben, gibt es einen Gesetzentwurf, der teilweise ja schon durch ist, zum 01.01.19 mit dem neuen Rentenpaket. Das SPD-geführte Ministerium von Hubertus Heil bewirbt dies schon und es ist noch nicht mal vom Bundespräsidenten unterzeichnet. Die neue Bundesregierung hat eine Rentenkommission eingeführt. Es liegen noch keine Ergebnisse und keine Ausarbeitungen vor. Warum? Das ist meine Frage. Gibt es jetzt schon zum 01.01. eine Gesetzesänderung? Und warum lassen wir das mit uns machen als junge Generation? Vielen Dank. Danke, Richard. Und jetzt gehen wir in die Beantwortung. Genau. So mache ich von hier? Ja, würde ich sagen. Ja, ja. Genau, kann ich mir aussuchen. Dann bleibe ich mal hier sitzen. Kann man mich sehen und hören? Ja. Also, um gleich mal mit der Rente zu beginnen. Das Rentenpaket, was wir jetzt verabschiedet haben, beinhaltet nur sogenannte Sofortmaßnahmen, bei denen es, glaube ich, auch aus bayerischer Sicht zum Beispiel wichtig ist, dass bei vielen in Bayern es wichtig war, dass zum Beispiel die Mütterrente, die Verbesserung, jetzt gesetzlich geregelt wird. Wir haben bei der Erwerbsminderungsrente nochmal eine Verbesserung gemacht. Das ist im Übrigen ganz, ganz wichtig, weil die größte Gefahr, dass jemand heute Altersarmut erleidet, nicht darin liegt, dass er nicht genug oder sie nicht genug Arbeitsjahre hat, sondern dass man erwerbsunfähig wird nach 20, 30, 40 Arbeitsjahren und dann nicht genug Rente hat. Und der dritte Punkt in diesem Rentenpaket ist, dass wir das Rentenniveau nicht, wie gesagt, bis 2030 festschreiben,
sondern bis 2025 festschreiben. Uns ist dieser Kompromiss mit dem Festschreiben bis 2025 nicht leicht gefallen, aber wir haben abgeschätzt, dass bei einer guten Beschäftigungslage der Teil von Steuergeldern, weil wir ja auch den Beitrag festhalten, der Teil von Steuergeldern sehr überschaubar ist, den wir da reingeben müssen. Und deshalb glauben wir, ist das vertretbar. Für die Zeit nach 2025, um auf den ersten Frager zurückzukommen, müssen wir dann die Ergebnisse der Rentenkommission abwarten. Ich habe das, was die Junge Union eingefügt hat, gelesen. Wir haben jetzt ja bis 2030 noch einen sukzessiven Anstieg der Lebensarbeitszeit. Erst 2029 wird ja das Renteneintrittsalter 67 erreicht sein. Also bis Ende des nächsten Jahrzehnts ist sowieso noch Anstieg des Lebensalters. Und ich finde auch gut, dass Sie unterstützen, dass auch die Selbstständigen in die Rentenversicherung einbezogen werden. Denn das ist ein nicht guter Zustand. Und es kann nicht sein, dass die Selbstständigen, wenn sie nicht vorsorgen können, dann im Grunde alle die Grundrente in Anspruch nehmen und sich sozusagen das vom Steuerzahler finanzieren lassen. Auch dadurch werden wir nochmal eine Erleichterung bekommen. Die anderen Fragen, wie stehen die drei Säulen zueinander? Wir haben immer gesagt, die gesetzliche Rentenversicherung soll die Hauptsäule sein. Aber nicht gut funktioniert heute die private Versorgung. Und wir müssen auch gucken, wir haben zwar in der letzten Legislaturperiode bei der betrieblichen Rentenversorgung nochmal Verbesserungen gemacht, aber wir müssen schauen, ob wir das nochmal weiterentwickeln müssen. Und was wir den Menschen dann sagen müssen, ist, dass die Summe aller Vorsorgemöglichkeiten, dass die dann zu einem vernünftigen Lebensstandard auch im Alter führt. Aber die gesetzliche Rente wird nicht die alleinige Säule sein können, aber auch da müssen wir überlegen, wie wir weitergehen. Dann der Soli. Einer der Kompromisse, mit dem haben wir fast eine ganze Nacht verbracht, der mir mit am schwersten gefallen ist, war die Frage, wie bauen wir den Soli ab? Für mich ist klar, der Soli muss ganz abgebaut werden und nicht irgendwo mit einer verkappten Steuererhöhung verbunden werden. Und deshalb wäre es auch logisch gewesen, wenn wir sagen, dass wir in der ersten Hälfte, dass wir in dieser Legislaturperiode bis Ende 2021 die erste Hälfte des Soli-Aufkommens abbauen können. Also wir haben 20 Milliarden Einnahmen Soli. Davon 10 werden abgebaut in dieser Legislaturperiode und 10 werden abgebaut in der nächsten Legislaturperiode. Und da können Sie sich schon denken, worüber der Wahlkampf dann gehen wird. Und die SPD hat darauf bestanden, dass wir nicht einen Freibetrag einführen, sondern eine Freigrenze. Was jetzt dazu führt, dass Menschen, ich glaube 74.000 Einkommen, sozusagen bis dahin voll vom Soli entlastet werden. Und jeder, der darüber verdient, überhaupt keine Soli-Entlastung hat. Bei einem Freibetrag würde jeder bis 65.000 entlastet oder 60.000. Und das ist aus meiner Sicht eine grobe Ungerechtigkeit. Denn die vielen Mittelständler, die auch im mittleren Einkommen liegen, bekommen jetzt in dieser Legislaturperiode überhaupt keinen. Und wenn ich irgendwo noch mal eine Möglichkeit sehen würde, an der Stelle etwas zu verändern, dann würde ich mich sofort dafür einsetzen. Ich habe das schon vielfach gesagt. An der Sache sehen Sie etwas sehr Interessantes. Wenn wir die 74.000 Einkommen nehmen und den Freibetrag, die Freigrenze, dann sind 90% der heutigen Solizahler weg, zahlen keinen Solidaritätszuschlag mehr. Sie sehen aber auf der anderen Seite, dass 10% der Solidaritätszuschlagzahler die Hälfte des Soli zahlen. Und denen nun zu sagen, ihr werdet mit keinem einzigen Euro entlastet, das finde ich einfach nicht fair, weil das auch diejenigen sind, die ganz wesentlich zu unserem Steuereinkommen beitragen. Und im Sinne unserer Gerechtigkeitsvorstellung ist das nicht die Gerechtigkeit, die ich mir wünsche. Jetzt die Automobilindustrie. Schauen Sie, in der letzten Legislaturperiode, ich weiß gar nicht, ob er schon da ist, Alexander Dobrindt, jedenfalls in der letzten Legislaturperiode war Alexander Dobrindt Verkehrsminister und hat dann festgestellt, dass doch in erstaunlicher Weise, sage ich mal, mit der Einhaltung der Grenzwerte umgegangen wurde, um nicht zu sagen, es wurde betrogen und gelogen.
Das ist erstmals in Amerika aufgefallen und dann später auch in Deutschland. Und in einem solchen Falle können Sie als Bundesminister nicht sagen, da drücke ich mal alle Augen zu. Da können Sie auch nicht erst in Frankreich und in Luxemburg und in Italien nachfragen und sagen, ach, wenn ihr auch alle Augen zudrückt, drücke ich auch alle Augen zu. Damit kommen Sie in Deutschland nicht weit. Das ist manchmal unser Vorteil, weil wir halt dann auch an anderen Stellen präziser sind, aber manchmal auch unser Nachteil. Aber ich sage Ihnen, ich war Umweltministerin 4 Jahre und ich habe versucht, mich an viele Forderungen und Wünsche der Automobilindustrie zu halten. Und da gehörten auch die Fragen dazu, unter welchen Umständen werden denn Automobiltests gemacht? Und da hat man gesagt, okay, dann stellt das Ding auf den Stand und dann macht er 20 Grad Lufttemperatur und so die Bedingungen. Und dann wollen wir euch mal glauben, wir wollen da nicht so eine Bürokratie machen. Wo hat das geendet? Dass die, die für diese Testbedingungen gekämpft haben, ab 13 Grad den Katalysator völlig ausschalten und ab 5 Kilometer Reichweite auch. Dass man 90% der Strecke zwischen München und Berlin ohne Katalysator fährt, das war mir, als ich als Umweltministerin mich auch für unbürokratische Lösungen eingesetzt habe, nicht bekannt und das habe ich mir auch nicht vorstellen können. Und dass man da misstrauisch wird, das liegt wirklich nicht an der Politik, das liegt an der Automobilindustrie. Es tut mir leid. Da sind Dinge ausgenutzt worden, die sind völlig inakzeptabel. Und deshalb ist es auch richtig, dass jetzt 6,3 Millionen Autos ein Software-Update machen müssen, weil nämlich mit Softwareänderungen man viel, viel bessere Abgaswerte einhalten kann. Da muss ich gar nichts an den Bauteilen ändern, muss nur die Software anders programmieren. Und das wird schon zu einer erheblichen Reduktion führen. Und jetzt sind wir mit der Situation konfrontiert, dass in einigen Städten die NOx Werte zu hoch sind. Die hat sich übrigens die Europäische Union, das ist eine europäische Richtlinie, nicht ausgedacht. Das sind Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Da gibt es im Übrigen nicht nur in Deutschland Städte, sondern es gibt in London eine City-Maut und es gibt in Kopenhagen die Einfuhrbeschränkung und die und die. Also ist auch nicht so, dass auf der ganzen Welt und in ganz Europa keiner das Problem hat. Manche sind da auch sehr rabiat rangegangen. Trotzdem wollen wir sicherstellen, weil wir ja auch politisch für den Diesel geworben haben, weil er weniger CO2 ausstößt und weil das CO2-Problem auch eins ist. Trotzdem haben wir gesagt, wir wollen die Mobilität so weit wie irgendwie möglich erhalten und haben deshalb die Automobilindustrie auch dazu angeregt, sage ich jetzt mal höflich, dass sie sich an dieser Aktion nochmal beteiligt und die deutschen Hersteller werden das auch tun. Das heißt, wir werden jetzt eine ganze Reihe von Maßnahmen machen. Ich will jetzt nicht meinen ganzen Videopodcast von heute erzählen, den können Sie sich anhören. 3:56. Wenn Sie dann noch Fragen haben, gibt es Questions and Answers auf der Seite des Bundespresseamts, 29 Stück und ein schönes Video von Andi Scheuer. Aber wir sind da in eine Situation geraten, die auch von uns als Rechtsetzern nicht voll überblickt wurde. Und zwar ist Folgendes, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf. Jedes Auto hat eine Norm, Euro 4, 5, 6. Und diese Normen werden nach der Software-Update werden die auch eingehalten. Jetzt ist aber die Summe aller Autos, die in die Städte fahren, plötzlich so eine hohe NOx-Belastung, wenn ich schwierige Wetterlagen habe. Stuttgart-Neckartor, eine Senke. München-Inversionswetterlage. Köln-Rheinschifffahrt. Die haben schon durch die Rheinschiffe eine Grundbelastung, die ist hoch. Kiel hat die NOx-Überschreitungen weniger wegen der Dieselfahrzeuge, sondern wegen der Art, wie die Schiffe, die hier am Kehl liegen, ihren Strom kriegen. Da müssen wir nur die Dieselaggregate durch vernünftige Aggregate austauschen, dann sind die NOx-Werte wieder runter. Und so müssen wir jetzt jede Stadt einzeln abarbeiten und möglichst schnell dafür sorgen, dass wir diese NOx-Werte einhalten. Also, wir wollen auch nicht, dass alles in die Vergangenheit jetzt investiert wird, aber die Automobilindustrie hat sich leider in hohem Maße oder etliche haben sich sehr schuldig gemacht und damit Vertrauen verspielt. Und das müssen wir auch die Menschen verstehen, die das genauso sehen. Trotzdem möchte ich, dass es eine starke Branche bleibt. Letzte Frage, Ersatzdelegierter Bundesparteitag. Ich hoffe, Sie schaffen es noch zum Delegierten. Wir diskutieren nämlich um die soziale Marktwirtschaft, 70 Jahre und was bedeutet das im 21. Jahrhundert? Natürlich sind Bundesparteitagsbeschlüsse ernst zu nehmen. Das schließt nicht aus, dass man seine politische Meinung, wenn man unterliegt, nicht sofort ändert.
Wir haben im Zusammenhang mit der doppelten Staatsbürgerschaft, ich glaube, inzwischen gute gemeinsame Vorschläge, wie man das machen könnte. Und wenn das wieder mal auf die Tagesordnung kommt, dann werden wir da auch gemeinsame Lösungen finden. Auch mit, wir hatten es im Regierungsprogramm schon aufgenommen und da waren Jens Spahn und ich vollkommen einer Meinung. Was wir noch nicht geschafft haben, ist Deutsch ins Grundgesetz. Ich bitte die junge Union, wenig Anglismen zu benutzen. Ein Beschluss vom Parteitag. Gut, dann machen wir jetzt die zweite Fragerunde. Ja, ich bitte darum wirklich kurz, damit auch alle zum Wort kommen. Ich kenne dich jetzt nur nicht. Aber kein Problem. Wir machen die sechs noch. Die sechs, alle, die dort stehen. Vielen Dank. Lukas Schmitz, Landesverband Hessen. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, vielen Dank für Ihre Rede als Bundeskanzlerin. Mir persönlich kam der Part als Parteivorsitzende der CDU Deutschlands etwas zu kurz, insbesondere auf die Landtagswahl in Hessen. Ich möchte kurz die Sinne schärfen. Wir laufen Gefahr, eine Landtagswahl zu verlieren in Hessen unter Volker Bouffier, aber nicht, weil die Regierung dort eine schlechte Arbeit geleistet hat, sondern aus dem einfachen Grund, weil aus dem Bund negative Ergebnisse tagtäglich kommen. Deshalb meine Frage an Sie als Parteivorsitzende der CDU Deutschlands. Wie unterstützen Sie uns als Parteivorsitzende der CDU Deutschlands in Hessen, damit wir in Hessen weiterhin regieren, damit weiterhin Volker Bouffier der Ministerpräsident des Landes Hessen bleibt? Vielen Dank. Die nächste Fragestellerin kenne ich deutlich besser. Liebe Romina, du hast das Wort. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Romina Plonske aus Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt aus dem Rheinischen Revier. Mich interessiert, was aktuell in Berlin diskutiert wird in der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, und zwar runtergebrochen auf die energieintensiven Unternehmen. Wie können wir, es wird sich ja unterboten, je früher man aus der Braunkohle aussteigen kann, aber wie können wir die Versorgungssicherheit, aber vor allem auch die Bezahlbarkeit der energieintensiven Unternehmen sicherstellen, der Aluminiumindustrie, der Chemieindustrie, Nahrungsmittel- oder Papierindustrie? Das sind in Nordrhein-Westfalen über 300.000 Arbeitsplätze. Dafür würde ich mich freuen, wenn Sie was dazu sagen können. Dankeschön. Nächste Frage. Ja. Jens Münster aus Rheinland-Pfalz. Meine Frage ist in den Raum der ländlichen Räume bezogen. Wir haben da jetzt eben von Ihnen die Aussage gehört, dass die ländlichen Räume gestärkt werden sollen. Ein ganz wichtiges Anliegen für ganz viele Landesverbände in Deutschland, auch für Rheinland-Pfalz. Da meine Frage, welche konkreten Ideen haben Sie und wäre die Erhöhung der Pendlerpauschale von 30 Cent auf einen deutlich höheren Betrag, 35, 40 Cent, da eine Möglichkeit, in der man ansetzen könnte? Ich hielte diese Aufgabe oder diese Veränderung der Pendlerpauschale mittlerweile für angebracht. Danke. Bernd Schulte aus NRW. Ja, vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Was uns bei diesem Deutschlandtag, was uns als Union ja gerade allgemein umtreibt, ist tatsächlich die Sorge, wie wir Volkspartei bleiben können. Der Paul Ziemerk hat das angesprochen. Und diese Sorge bezieht sich natürlich vor allen Dingen auf unsere Konkurrenz von rechts, auf die AfD, die sich zur Angewohnheit gemacht haben und die damit sehr erfolgreich sind, auf sehr komplexe Fragen sehr einfache Antworten zu geben. Ich will hier mal zwei Punkte machen und die auch bewusst sehr einfach formulieren und würde mich freuen, wenn Sie auch darauf einfach antworten können. Und zwar möchte ich zum einen nochmal das Thema Diesel ansprechen. Sie haben die Frage von Tilman Kubain ja gerade versucht zu beantworten. Aber ich sage ehrlich, die Antwort stellt mich nicht ganz zufrieden. Und zwar deshalb, weil es natürlich wahr ist, dass die Automobilindustrie betrogen hat. Aber man den Eindruck bekommt, dass das, was jetzt in Berlin tatsächlich verabschiedet wird, dass dieser Grenzwert in Wirklichkeit ja sogar ein Konjunkturprogramm für die Automobilindustrie ist. Und die Menschen verstehen nicht, dass wenn tatsächlich die Grenzwerte in deutschen Städten an den Messstellen sinken, sie nicht so schnell nur sinken, die Messwerte, wie die Grenzwerte sinken, warum wir diese Frage nicht anpacken. Ihren Podcast von 3 Stunden 56 Minuten wird sich leider kaum jemand ansehen. 3 Minuten 56 Sekunden. Ja, auch den, Entschuldigung, natürlich. Mein Fehler. Aber auch den wird sich, das ist doch die Wahrheit, auch diesen Podcast wird sich leider kaum jemand ansehen. Die Grenzwerte, tut mir leid. Also, als ich hier ankam, haben Sie es schon mehr angeguckt, als hier im Raum drin sind. Ich bleibe dabei, die Grenzwerte sinken, sie sinken zu lang, die Messwerte sinken, sie sinken zu langsam. Aber wir müssen vielleicht wirklich an dieses Thema der Grenzwerte ran und ich bitte Sie dazu nochmal zu antworten. Ich erinnere nochmal an kurze Fragen. Nächste Frage bitte.
Böttger Matthias, Kreisverband München Nord. Frau Dr. Merkel, Sie haben das Jahr 2015 angesprochen. Sie haben gefragt, ob wir die richtigen politischen Lehren daraus gezogen hätten. Ich würde darauf antworten, nein, das haben wir leider nicht. Auch wenn wir substanzielle Fortschritte im Bereich Rechtsetzung, Rechtsumsetzung gemacht haben, die Herrschaft des Unrechts ist im Wesentlichen überwunden, das ist natürlich wahr, aber in Sachen politischer Führung ist dieses Jahr nicht aufgearbeitet. Die Signale, die wir senden, sind immer noch bestenfalls widersprüchlich. Ich würde sagen, sie sind fatal, wenn wir die neue Vermischung von Asyl und Migration anschauen, wenn wir ansehen, dass 20.000 Studenten aus Afrika angeworben werden sollen. Wie beabsichtigen Sie, in den nächsten Jahren bis zur Bundestagswahl politische Führung wiederherzustellen? Ich glaube nicht, dass es mit Ihnen noch möglich ist. Und wenn ich noch eine abschließende Bemerkung machen dürfte, die Basis politischer Führung ist immer politische Diskussion. Und die ist leider hier in der christdemokratischen Familie nicht mehr immer so gegeben, wie wir das bräuchten. Wir haben hier vorher noch die Antragsberatung gehabt. Wir sind leider nicht zu den letzten beiden Anträgen gekommen. Und das hatte den einfachen Grund, dass über Satzungsfragen, über Geschäftsordnungsfragen verhindert wurde, die Frage der Amtszeitbegrenzung anzusprechen. Also politische Diskussion als Basis für politische Führung. Wie können wir das wiederherstellen? Wie kann Vertrauen wachsen zwischen Basis und Führung? Die ist in vielen Landesverbänden, auch der CDU, ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, nicht mehr gegeben. Dankeschön. Und dann die letzte Frage. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Max Pohler, mein Name aus dem Kreisverband Braunschweig. Meine Frage richtet sich konkret auf die Außenpolitik. Seit ungefähr anderthalb Wochen wissen wir, dass ein Braunschweiger Bürger, ein deutscher Staatsbürger, in türkischer Haft sitzt. Meine Frage also an Sie, was tut die Bundesregierung konkret, damit die in der Türkei in Haft sitzenden Deutschen freikommen? Und ist es nicht vielleicht auch langsam mal an der Zeit, gegenüber der Türkei die diplomatischen Daumenschrauben etwas anzuziehen? Vielen Dank. Vielleicht gleich zur letzten Frage. Wir haben ja schon sehr große Anstrengungen unternommen, um viele Bürger deutscher Staatsbürgerschaft aus türkischer Haft herauszubekommen. Und da machen wir natürlich das normale diplomatische Betreuung und kümmern uns. Das ist eine große Aufgabe auch des Auswärtigen Amtes. Ich habe das ja auch bei dem Besuch von Präsident Erdogan gemacht, sehr deutlich auch angemahnt, dass wir die deutschen Staatsbürger aus der Haft haben wollen, dass wir aber auch alle anderen, die in der Türkei in Haft sitzen und aus unserer Sicht manche eben auch aus Gründen, die wir nicht recht nachvollziehen können, dass da vieles passiert. Ich glaube, dass wir schon diplomatisch dort auch sehr harte Kämpfe austragen und auf der anderen Seite trotzdem ich kein Interesse habe, zum Beispiel in einer Türkei, die wirtschaftlich schwach ist, weil die Türkei für uns auch von strategischem Interesse ist. Und beides muss man zusammenbringen. Und das ist nicht so ganz einfach. Und da haben wir auch noch viel Arbeit vor uns, auch wenn ich an die Fragen TTIP und Ähnliches denke. Ich kann das jetzt hier nicht alles aufzählen. Es ist nur so, wissen Sie, es gibt auch in der öffentlichen Diskussion immer sehr schnell die Bemerkung, jetzt wollen wir mal TTIP irgendwie nicht mehr haben bei uns. Wir müssen nur wissen, was wir stattdessen haben wollen. Denn wir haben uns bei den türkischen Gastarbeitern, und damals war ich noch nicht Bundeskanzlerin, als sie Anfang der 60er Jahre und in den 70er Jahren kamen, da haben wir uns nicht darum gekümmert, wie die ihre Religion ausüben können, sondern wir waren froh, als die Türkei kam und die Predigten jeden Freitag geschickt haben. Jetzt nach 50 Jahren fällt uns auf, dass das vielleicht nicht der abschließende Weg sein kann. Bin ich sofort dafür. Aber da müssen wir auch mal als Union ein Konzept entwickeln, was wir denn dagegen setzen. Einfach nur zu sagen, wir haben die einen raus, aber die anderen, wir wissen nicht, was wir machen, ist keine Antwort. Dann haben wir nämlich ein völlig intransparentes System von Imamen, wo kein Mensch überhaupt mehr weiß, wo die herkommen. Und deshalb bin ich mit dem augenblicklichen Zustand nicht zufrieden, aber wir müssen an einem neuen Zustand arbeiten. Jetzt, ich habe versucht am Anfang darauf hinzuweisen, dass mir sehr am Herzen liegt, dass Hessen und Bayern oder Bayern und Hessen von der zeitlichen Reihenfolge gute Ergebnisse erzielen. Und ich weiß auch, dass wir durch unseren Streit, und das mögen die Menschen nicht, sehr dazu beigetragen haben, dass im Augenblick die Umfragen so sind, wie sie sind. Und ich will ausdrücklich sagen, Volker Bouffier, das liegt mir wirklich sehr, sehr am Herzen, genauso auch Markus Söder, aber ich sage es jetzt mal als CDU-Vorsitzende, dass wir in Hessen diese erfolgreiche Politik fortsetzen können. Ich werde Montag schon in Hessen sein und dann noch etliche Male. Aber das setzt voraus, dass wir uns in Berlin halt um die Probleme kümmern. Und in Hessen ist zum Beispiel das Thema Diesel im Augenblick ein ganz, ganz wichtiges Thema.
weil es ein Gerichtsurteil gibt, gegen das erstmal gar keine Revision zugelassen ist, wo die hessische Landesregierung jetzt auf Revisionszulassung klagt, bei dem gesagt wird, ab Februar Euro 4 nicht mehr einfahren und ab September Euro 5 nicht mehr einfahren. Das ist für hunderttausende Menschen eine ganz konkrete Sache. Und jetzt bin ich ja gefragt worden, warum setzen Sie die Grenzwerte nicht hoch? Liebe Leute, das ist eine europäische Richtlinie. Ich habe schon vor, die ist im Jahre 2007 verabschiedet. Alle 28 Mitgliedstaaten beschäftigen sich mit der Richtlinie und noch keiner ist nach Brüssel gekommen und hat gesagt, die möchten wir jetzt bitte wieder ändern. Wie groß glauben Sie eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit, ich habe schon versucht, wenigstens Aufschub zu bekommen, mal ein Moratorium für die Einhaltung zu bekommen. Wir sollen die Grenzwerte seit 2013 einhalten. Also, dass ich jetzt nach Brüssel gehe und im Handumdrehen mal schnell bis Februar 2018 die Grenzwerte geändert bekommen, ist völlig ausgeschlossen. Und ich weiß auch nicht, ob wir die Gesundheitsdiskussion dann so richtig gut durchstehen werden. Wir können die technisch erreichen und wir werden sie auch erreichen. Und so. Jetzt haben wir aber Folgendes gemacht. In unserem Koalitionsbeschluss haben wir gesagt, mit der Hardware-Nachrüstung für Kleinlaster, 2,8 bis 7,5 Tonnen, Dieselbusse, Müllfahrzeuge, Straßenreinigung, werden wir in den Innenstädten plus dem Software-Update so viel erreichen, dass von den 65 Städten, die heute Grenzwertüberschreitungen haben, bis auf 14 alle unter 50 Mikrogramm pro Kubikmeter haben, also 40 zwar überschreiten, aber unterhalb von 50 liegen. Und mit den eben genannten Maßnahmen werden wir erreichen, dass dann in diesen Städten sehr schnell die Grenzwerte eingehalten werden. Bleiben 14 Städte. Und da ist ja nun die allgemeine Diskussion, wir brauchen Hardware-Nachrüstung. Jetzt muss ich Ihnen sagen, es gibt für Euro 4 kein einziges technisches Angebot für Hardware-Nachrüstung. Es gibt für Euro 5 für ein Drittel des Fahrzeugbestandes von etwa 5 Millionen Euro 5 Autos, 3,5 Millionen Euro 4 Autos. Von etwa 5 Millionen Euro 5 Autos gibt es Angebote, die sind noch nicht zugelassen. Die werden wir jetzt zulassen. Die Automobilindustrie wird das finanziell unterstützen. Und dann kann, wer möchte, freiwillig nachrüsten. Aber für Millionen von Autos habe ich heute auf dem Markt kein einziges Nachrüstungsprogramm. Was mache ich jetzt mit diesen Menschen, wenn die aber im Februar und im nächsten Jahr einfahren wollen, weil sie dort einen Arbeitsplatz haben in diesen Städten? Und da haben wir der Automobilindustrie gesagt, dazu müsst ihr einen Beitrag leisten, weil es in eurem Interesse ist, sonst kauft kein Mensch mehr irgendwann ein Dieselauto, wenn er das, was er mit dem Auto versprochen hat, tun zu können, nicht mehr tun kann, nämlich fahren. Und deshalb werden wir für die 14 Städte, die dort wohnhaften, die in den umliegenden Landkreisen wohnhaften und die einen Arbeitsplatz bzw. eine Beschäftigung oder eine bestimmte soziale Notlage nachweisen können, Umtauschangebote haben von der deutschen Automobilindustrie, wo sie ein Altauto gegen ein Altauto tauschen können. Das ist das Neue. Das ist jetzt kein Konjunkturprogramm für die neue Produktion von Autos, sondern es ist ein Programm, um den Menschen, die in diesen Ballungsgebieten leben, das Gleiche zu ermöglichen, wie jemand in der Uckermark oder in der Eifel heute schon hat. Und das ist ein vernünftiges Programm, denn was soll ich denn mit der alleinerziehenden Mutter mit drei Kindern machen, die ein Euro 4 Auto hat, für die ich keine Nachrüstung habe? Soll ich dir sagen, du kannst nicht mehr zur Arbeit fahren? Die kann sich das jetzt in Euro 4 Benziner umtauschen auf dem Gebrauchtmarkt, kriegt vielleicht noch ein bisschen was dazu, vielleicht reicht es dann für Euro 5 Benzin und dann kann sie fahren und wir beheben das NOx-Problem und zwar sehr schnell. Und ich finde, das ist jedenfalls nach langem Nachdenken die Lösung gewesen, die mir noch einigermaßen einfiel und die auch die Automobilindustrie in die Verantwortung nimmt. Und deshalb finde ich die richtig. So, und jetzt kommt es darauf an, dass die Leute es vor allen Dingen verstehen, was passiert. Dann wird gefragt, warum denn nicht in der Uckermark den Diesel tauschen? Ja, da kann ich fahren. Im Raum Frankfurt kann ich nicht mehr fahren. Und den kann ich ja nicht sagen, ihr könnt euer Auto nicht mehr benutzen für das, was täglich notwendig ist. Das sind alles schwierige Dinge, aber wir haben uns nach langem Nachdenken dafür entschieden. Jetzt Kohle. Die Strukturwandelkommission mit der Kohle soll ja nicht als erstes das Ausstiegsdatum festlegen, sondern die soll erstmal überlegen, welche Strukturen können wir den Menschen in der Region anbieten, wie sieht es mit der Energiesicherheit aus und wenn wir die Fragen geklärt haben, können wir daraus entwickeln ein Ausstiegsdatum. Aber das muss mit zusätzlichen Angeboten für die Menschen in der Region verbunden sein. Jetzt zum Strompreis. Da ist es so, dass die energieintensive Industrie vielleicht ja noch die geringsten Probleme hat, vielleicht durch die Steigerung der Netzentgelte.
Aber viel größere Probleme haben die dann von Ihnen genannten und vielleicht nicht genannten Leute, die Server betreiben, die also sehr viel Strom verbrauchen, aber keine Befreiung von der EEG-Umlage bekommen. Und deshalb müssen wir jetzt Netzausbau und Erweiterung der erneuerbaren Energien so weit synchronisieren, dass wir nicht dauernd noch Strom nicht ablaufen lassen können, weil die Netze nicht fertig sind. Das ist ein breites Thema. Ich kann da jetzt nur schlagwortartig drauf eingehen. Jetzt ländliche Räume, ja, stärken, aber da liegt uns vor allen Dingen Infrastrukturanbindung im digitalen Bereich, Telemedizin, vernünftiger öffentlicher Personennahverkehr, Arztversorgung, Pflegeversorgung, das steht mehr im Vordergrund. An die Erhöhung der Pendlerpauschale hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Das steht nicht auf der Tagesordnung. Und dann die Frage zu den richtigen politischen Lehren. Also erstens, verzeihen Sie mir, aber dieser Begriff des Unrechts, dem weise ich zurück. Es gab zu allem... Das wird gerne im Zusammenhang mit der Euro-Rettung und auch mit der Frage der Umsetzung des Dublin-Abkommens verwendet. Über das Dublin-Abkommen gab es ein Verfahren beim Europäischen Gerichtshof und über die ganzen Euro-Rettungsfragen auch. Und wir haben alle diese Gerichtsprozesse so bestanden, dass daraus niemals erkennbar war, dass hier Recht in großem Maße verletzt wurde. Das ist alles bestätigt worden als möglich. Es sind politische Spielräume gewesen, die man sich genommen hat, aber hält Stand, und bitte fangen wir nicht mit sowas an. Und dass wir jetzt irgendwie darunter mischen, dass wir mal 20.000 Studenten aus Afrika holen, das hat doch mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Was wollen wir? Was wollen wir? Und da sage ich ausdrücklich wir, CSU und CDU, ich kenne keinen, der das nicht will. Wir wollen den Schleppern und Schleusern das Handwerk legen, aber wir wissen, das wird nur gelingen, wenn es auch legale Möglichkeiten gibt, zum Beispiel Austausch zu haben, Berufsausbildung in Deutschland oder in Europa zu machen, Studenten hier legal zu haben oder eben auch im Rahmen des Fachkräftezuwanderungsgesetzes Fachkräfte anzuwerben. Wenn sie aber eine ordentliche Ausbildung haben, wenn sie die Voraussetzungen mitbringen, wir müssen Legalität in dem Austausch zwischen Staaten hinbekommen und nicht, dass Menschen letztlich darauf angewiesen sind, dass sie sich in die Hände von Schleusern und Schleppern begeben, die dann zum Schluss noch ihr Leben aufs Spiel setzen, diese Menschen, und im Mittelmeer ertrinken oder in der Sahara umkommen. Das ist die Aufgabe. Und damit wollen wir Zuwanderung steuern. Damit müssen wir unterscheiden, das ist uns in der Union ganz wichtig, zwischen Zuwanderung wegen Fachkräfteinteresse. Ralf Brinkhaus hat das heute noch mal gesagt in einem Interview. Das sind die Menschen, die wir brauchen, die uns nutzen, die wir hier nicht haben und wo uns die Mittelständler alle sagen, bringt uns Fachkräfte. Und das ist völlig zu unterscheiden von der Frage humanitärer Situation, wo wir vielleicht aus Syrien, das haben wir schon vielfach gemacht, Kontingente nehmen. Oder wo wir sagen, Menschen, die besonders verwundbar sind, die nehmen wir aus Afrika in Absprache mit dem UNHCR, die werden ausgesucht. Das ist vollkommen davon zu unterscheiden, und die illegale Migration muss so klein wie möglich gehalten werden, weil wir nicht das Geschäft von Schleppern und Schleusern betreiben können. Das ist unser gemeinsamer Ansatz, mit diesem Thema klarzukommen. Und zum Thema der Amtszeitbegrenzung. Ich bin keine Juristin, da bitte ich dann mal die Juristen, sich intensiv mit der Frage zu befassen. Wir haben in Deutschland eine Amtszeitbegrenzung des Bundespräsidenten. Warum haben wir eine Amtszeitbegrenzung des Bundespräsidenten? Weil der Bundespräsident von der Bundesversammlung gewählt wird, und die Bundesversammlung ist sozusagen die Widerspiegelung, war die Fiktion im Grundgesetz, einer Volksabstimmung. Und deshalb hat man gesagt, okay, da machen wir Amtszeitbegrenzung. Beim Bundeskanzler ist die Sache anders. Der wird von den Abgeordneten gewählt, die wiederum von der Bevölkerung gewählt werden. Wenn Sie jetzt eine Amtszeitbegrenzung machen, dann machen Sie Folgendes, dann sagen Sie dem Abgeordneten, du bist zwar immer frei, kannst alles frei entscheiden, und in der Freiheit des Mandats gibt es gar keine Beschränkung, aber eins darfst du nicht, du darfst dir nicht beliebig denjenigen aussuchen, den du zum Bundeskanzler wählen willst. Das darfst du nicht. Wenn der schon 8 Jahre war, darfst du das nicht mehr tun. Und das ist nicht trivial.
weil die Freiheit des Mandats und die Beschränkung der Entscheidung miteinander in Zusammenhang gebracht werden müssen. Schöne Aufgabe für viele Promotionen. Wünsche viel Erfolg. Ja, Frau Bundeskanzlerin, liebe Frau Dr. Merkel, vielen Dank für Ihren Besuch, für Ihre Rede und auch für diese Diskussion, die wir gerade hier geführt haben. Ich fand, das war eine sehr, sehr interessante, auch Spannbreite an Themen, die wir hier diskutiert haben. Und Sie haben sich dieser Diskussion gestellt. Wir wollen Ihnen etwas mit auf den Weg geben. Als kleines Präsent. Einmal haben wir für Sie aus meiner Heimat, muss ich sagen, es gibt in meiner Heimat einen sehr bekannten Hersteller von Socken und Strümpfen, die Firma Falke, ein Familienunternehmen, ein langjähriges Familienunternehmen. Und die sind auch, sie gehen gerne wandern. Und sie haben hier ein Falke-Exemplar, das speziell, wenn ich das hier mal aufmachen kann, vorbereitet ist zur Erinnerung. Zur Erinnerung an den Deutschlandtag hier 2018 in Kiel. Und die sind auch signiert für Sie, fürs Wandern. Wir hoffen, Sie haben viel Freude. Viel Freude damit. Ich habe gleich mal nachgeguckt. Rechts steht AM, links steht Deutschlandtag der Jungen Union. Ja, aber Sie können bitte nicht nur ein anziehen, sondern... Und für stürmische Zeiten hier aus Schleswig-Holstein, wenn es mal wieder ein bisschen stürmischer ist, nicht nur in der Politik, sondern vielleicht auch beim Wetter. Ich hoffe, Sie haben Freude damit. Vielen Dank für Ihren Besuch. Und wir haben und ich habe die Aufgabe verstanden, wenn es um junge Frauen geht, die wir mehr einbinden in Führungsverantwortung in der Jungen Union. Tatsächlich, weil wir haben als Junge Union mehr weibliche Mitglieder im Verhältnis als beispielsweise die CDU. Da haben wir Ja, da haben wir Nachholbedarf in der Führung der Jungen Union Deutschlands, ausdrücklich auch im Bundesvorstand. Und wenn ich das zurückgeben darf, ich versuche diese Hausaufgaben zu machen. Wenn wir dann noch mehr junge Leute in Führungsverantwortung in Partei, Fraktion und Regierung haben, dann werden wir beide was davon haben. Insofern auf gute Zusammenarbeit. Ja, auf gute Zusammenarbeit. Und aus diesem Geschenk schlussfolgere ich, dass Sie mich nicht im Regen stehen lassen wollen. Das finde ich toll. Sarah gesagt hat, widerspricht sich ja jetzt gar nicht mit Romina. Sarah hat ja angeboten und Felix als Antragsteller von Köln hat ja auch schon zugesagt, dass er dabei ist, zu ändern in 3 volle Perioden. Ich habe ja nicht 12 Jahre gesagt, Sarah jetzt auch nicht, sondern 3 volle Perioden, weil eine Periode kann ja theoretisch auch nach einem Jahr vorbei sein. Man macht